Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Burgbau- und Burgverteidigungsfreunde, zu Castle Story. Ja, ich bin ziemlich zuversichtlich, dass wir in dieser Aufnahmesession fertig werden sollten. Was wir halt auf jeden Fall brauchen, ist mehr Eisen. Da bauen wir ja zum Glück hier oben schon das Eisen ab. Ach, brauchen wir doch unbedingt Steine gerade. Ja. Lass mal weiter Steine produzieren. Was auch immer ihr da gerade für einen Tanzverein gemacht habt. Ach ja, das Katapult braucht noch Holz. Gut, das Katapult könnten wir jetzt theoretisch ausrichten. Abfeuern brauchen wir es ja nicht. Dann und feuern Sie alle erreichbaren Fässer. Gut, Zahnräder werden hergestellt. Wird noch sehr viel mehr Eisen benötigt. Wir haben ja noch einen zweiten Ofen. Geben wir mal ordentlich Eisen in Auftrag. Ja, so wie es aussieht, sind alle angeschlossen. Alle Türme. Das heißt, wir können jetzt mit der Massenproduktion an Verteidigern anfangen. Denn wir wollen ja unsere Burg auch verteidigen können. Die ersten können wir schon mal platzieren. Hier oben auf dem Bergfried ein paar. Hier in den Türmen. Da geht nicht. Schade. Der Turm da ist ein Aussichtsturm. Den braucht keine unbedingte Verteidigung. So, Torhäusermäßig. So, das wird mich halt Eisen und Glowstone kosten. Weswegen wir ja auch noch abbauen werden.
Ich wundere es gerade echt, warum nicht mehr Leute im Tunnel arbeiten. Oh, die ersten werden hier schon gesetzt. So, wir produzieren jetzt halt gerade einen schönen Eisenüberschuss. Hier hinten wird jetzt auch gesammelt. Gut. Wird sogar immer noch Holz produziert. Ja, und das war halt ein interessantes Vorgehen von mir. So könnte man halt auch wirklich in der Eroberung den Eroberer verstecken, damit die Corruptorns nicht so leicht rankommen. Ja, Eisen und Glowstone werden wieder mehr. Können wir jetzt zum Beispiel schon mal auch anfangen. Wir haben 15 Leute. Was hätte ich denn alles gerne? Also erstmal natürlich noch zwei Fässer, dass wir hier voll sind. Hier könnten wir einen Bogenschützen, einen Magier und einen... Dann sagen wir 10 Leute. Bogenschützen, einen Magier. Also 10 machen wir zu Soldaten und 5 bleiben Arbeiter, die halt alles instand halten. Das Brett fliegt aber gerade rum, ey. Also ja, 2 Bogenschützen brauchen wir auf jeden Fall. Oh, wir brauchen neue Schnüre. Ja, das war jetzt zu viel erstmal. Also 2 Bogenschützen. Wo habe ich unsere Werkstatt gebaut gehabt? Du bist unsere Werkstatt. Mach mir mal 4 Fallen. Und dann 2 hiervon. Dafür brauchst du 4 Zahnräder. Ja, wir brauchen viel mehr Eisen.
So, dem Bauauftrag auch Max Priorität geben. Oh, jetzt stellen sie die auf dem Bergfried auf. Das ist auch gut. Die sind halt auch teuer. Was den Glowstone angeht. Werde ich also auch den Glowstone da irgendwann brauchen. Aber dafür haben wir ja eine Brücke. Yay, unser zweites Katapult ist fertig. Ich könnte mit dem Katapult voll die Brücke einreißen. Ich glaube, das machen wir zum Abschluss. Einfach mal die Brücke einreißen. Aber ja, alles wird gut produziert. Magier übrigens. Achso, ja. Das wird ein bisschen doof werden. Boah, 80 Schwefel. Ja, könnte eine Weile dauern. Oh, hier oben ist das Eisen alle. Hm, auch gut. Können wir halt hier hinten noch einen Steinbruch platzieren, wenn wir mit den Tunneln fertig sind. Aber ja, wenn ich mal so den ersten Blick auf unsere Burg werfe. Jetzt gerade erst so auf, da hinten dieser riesige Felsen, der da aus dem Wasser ragt. Gibt es hier sonst noch sowas? Oh, der Korrupt von Mond wahrscheinlich. Da sind Inseln am Horizont, aber wahrscheinlich werden wir nicht zu denen kommen. Ups. Kann ich mich weiter von meiner Insel entfernen? Ja, kann ich. Ich kann die ja mal arbeiten lassen und mich mal näher an die Wolken und so ran bewegen. Ja, man kann sich ziemlich weit weg bewegen. Hm. Ich finde es auch toll, wie sich die Sonne im ewigen Ozean spiegelt. Ah ja, das finde ich auch ein nettes Gimmick, dass da hinten so einsame Inseln sind. Wenn ich mir unsere Insel so ansehe, wie sie da in der Luft schwebt. So, gehen wir mal wieder zurück.
Da will sich einer mehr Schwefel holen. So, jetzt können wir dem Tunnel langsam mal sagen, er soll aufhören, Steine zu fördern. Mann, ich sollte mich immer noch schämen für das, was ich hier verbrochen habe. Aber wozu? So, der wird gleich seine Steine verlieren. Sollte noch einmal die Eisenproduktion anwerfen, weil wir brauchen noch immer mehr Eisen. So, wie sieht's hier aus? Da fehlen 3, da fehlen 2. Na, ich hoffe mal doch, dass die Saft kriegen. Eigentlich müssten sie Saft kriegen, weil sogar die, das würden die Leuchten auch keinen Saft kriegen. Okay, da hat irgendeiner Mist gebaut, sehe ich gerade. Nee, hat keiner Mist gebaut. Ich habe Mist gebaut, glaube ich. Also bis auf die Armbrust fehlt noch alles. So. Eisenbarren. Wahrscheinlich ein Stück Stoff. Gut. So, ihr entleert mal. Okay, da ist abgebaut. Das heißt, wir haben nur noch den Schwefel hier. Okay, wir haben wieder Eisen im Überschuss. Nutzen wir das mal aus, um 2 Magier-Sets zu bauen. Das wird einen Haufen Schwefel kosten.
kommen. So, schalten wir mal kurz das X-Ray ein, schnappen uns. Hier. Achso, ich muss auf derselben Ebene sein, oder? Gut. Oh, sind die mit dem Tunnel jetzt fertig? Nö. Lass mich gerade nicht weiß, warum.